So Leute, jetzt mein extra Video, jetzt nehme ich euch mal mit im Fahrerlager, ohne irgendeinen Schnitt zu machen. Einfach nur filmen. Ja, viel Spaß mit dem Video. So, hier Eingang im Fahrerlager. Haben sie alles schön nass gemacht, dass es nicht so stobt. Also lasst euch nicht täuschen, es hat nicht geregnet im Teutschtal. Das haben sie extra bewässert. Alter, ich hab so einen Hunger. Früher konnte man erstmal hierher kommen und dann in die Halle steht wohl immer noch da. Da hat man immer früher Rühreier gegessen. Aber da war es schon damals teuer, so für 4,50. Das wird wohl heute 14 Euro kosten. Ja, geht mal. So, jetzt bin ich mal hier im Fahrlager angekommen. Hier kannst du schön Reifen rufziehen, aber wenn man Reifen haben will, dann geht man ja zu Jan. Geile Kisten. Hier, mit Drehzahlmesser wurde ich hier. Denk mal, KTM ist hier wieder dominierend. Auch hier Max Spiels und Nico Koch seine Motorräder. Nico heute in der MX1. Ich glaube zum ersten Mal. Also Nico auf Weltmeisterschaft. Und Maximilian Spies natürlich Europameisterschaft. Ja, und hier drüben, wie immer, ich glaube, hier war die Kirchenanlage schon immer gewesen. LKWs. What is this? Ah, hier drüben jetzt die Zweitakter hier. Von Fentic. Ah, da würde sich Lukas Plath freuen. Der soll mal mit einem Zweitakter fahren bei der Open DM. Das wäre geil. Hier drüben ist Kawasaki. Also ich mache jetzt bloß die Videoaufnahmen für die Leute, die es nicht geschafft haben, nach Teutschenthal zu kommen, dass sie nicht verpassen. Hier ist TM. Aber ich habe nicht gewusst, dass die noch mitfahren. Jetzt muss ich mal doch kurz eine Pause machen. So, und jetzt kommt der zweite Eingang hier. Jumbo Husqvarna. Jordi Teixe auch hier am Start. Hier italienische Team. Natürlich wieder KTM. Thank you.
wegen Honda. Honda wird auch immer weniger, finde ich. Ja, sind ja auch ganz schön teuer, die Dinger. Hier drüben nochmal Honda, JWR-Team. Alter, und jetzt kommt der Top-Team. Alter, von Jackie Martens. Da ist er schon. Jackie Martens, Weltmeister. 500er. 1993. Hier von Henry Jacobis Motorrad. Jackie. Wegen ihm hat damals meine Husqvarna gekauft, weil er damals Husqvarna Werksfahrer war und Weltmeister wurde 93. Ist das geil. Oh, hier für Werkshonda, hier kannst du hier schön essen drin und trinken. Schreibt, da wurde doch bestimmt eine extra Einkaufskarte bekommen von Honda. Geil. So wie fast wie eine Formel 1. So, weiter geht's hier. KMP, Honda. Geile Team hier. So, mach ich mal wieder eine kleine Pause. So, und jetzt kommt jetzt der dritte Young und Fahrerlager. Oh, warte, ja, ganz schön groß heute hier. Obwohl ja nicht so viele Fahrer am Start sind. Verstehe ich nicht. Einmal, dreh mal um. Ah, hier. Hier geht's schon los. Schaut euch mal das Traummotorrad an. Ich bin zwar kein Yamaha-Fan. Aber Hammer. Die will der Auto Oma gerne fahren. Vielleicht später mal in der Senioren Ü50, 2 Jahre noch, dann kann ich ja mitfahren. Hier, Tonkov, auch hier. So, hier drüben, ach, hier ist Evans. Platzmaschine. Ja. Wer nicht weiß, der. Warte mal. Ja, eigentlich wissen nicht alle von Liam Evans, der hier mitfährt, sehen sein Papa ist der erfolgreichste Motocrosser weltweit, mal weltweißer. Ja, du genau. Ja. 10 WM-Titel, 101 Grand Prix hatte der gewonnen. Wahnsinn. Fast so gut wie der Rote. Hier, bist du recht. Hier Yamaha Factory Racing. Ist das geil? Ey, ist das geil? Ich will nicht wissen, was morgen los ist hier auf den Sonntag. Da kommt es ja nirgendwo ran mehr. Krasse Scheiße. Na, jetzt such mal weiter, vielleicht kennt man hier noch ihn. Ah, so eine schöne Yamaha. Wieder das Gas. Alter, was ist denn das hier? Auch so ein Willkommenscenter hier. Wow. Also,
Stürzt. Wird immer professioneller, der Motocross-Sport. So, machen wir wieder eine Pause. So, Leute, jetzt kommt noch hier der vierte Young, müsste das sein. Und dann sind wir erstmal durch. Ja! Yeah. Geil. Okay. Viel Spaß! Wir sehen uns! Hier der Führende einer Meisterschaft in der MX2. Ey, ihr müsst mir verzeihen, wenn ich nicht mehr alle Namen lese, weil ich da absolut nicht drin bin. Da müssten wir schon bei den Senioren gehen. Da wüsste ich jeden Namen mit Vornamen und wo sie wohnen. Weil ist ja auch viel interessanter. Hier Herrlings, sein Motorrad. Der allerdings nicht hier mit bei ist, weil er eine Pflaume ist. So weit würde es bei der Landesmeisterschaft nicht gehen. Da fährt man eben auch mit angeschwollenen Knöcheln und so. Naja, das sind alle Pussys. So, gucken wir mal hier drüben. Okay. Was ist denn hier los? Alter, voll die geilen Haare. Ah, hier drüben jetzt Gas-Gas Factory. Also Werks-Gas-Gas. Oder? Ja, mit Simon Langefeller am Start. Und Prado. Aus Spanien. Geile Kiste. Ja. Hier wieder Verkaufsstände. Leute, war jetzt erstmal ein bisschen im Fahrradlager stöbern und halt wie gesagt, nur ich mache für die Leute, die nicht da sind. Und morgen, Sonntag oder Montag, müsste dann das Video kommen von Deutschland, ein bisschen mehr konkret. Weil ihr wisst, ich bin heute privat hier ohne Presse. Ich mache das Beste draus. So, viel Spaß, der Route.